2, 1. Hallo und herzlich willkommen für die Live-Zuschauer. Wir sind jetzt hier im nächsten Segment. Ich begrüße natürlich auch die Leute, die jetzt gerade hier vor Ort sind. Vorab direkt, wenn Fragen sind, immer gerne reinwerfen in den Chat. Dann kriege ich die aufs Tablet und kann sie stellen. Ansonsten, wenn hier im Publikum Fragen sind, gerne einfach reingeben. Einer der Kollegen nimmt es entgegen. Ansonsten mir auf die Schulter tippen, dann komme ich eben und dann mache ich das Ganze fertig. Ich bin nicht alleine hier, denn ich bin nicht, na, sagen wir mal, so gut beim Porträt-Shootings. Dafür haben wir einen Experten geholt und das ist der Nico. Stell dich am besten einmal kurz vor. Genau, ich bin Nico Socha, Modefotograf und Beautyfotograf aus dem Ruhrgebiet. Und heute zeige ich, wie man mit einfachen Mitteln Porträts fotografiert. Wir werden einige normale Porträts machen, aber auch ein paar Beauty-Porträts. Und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch meine Vorgehensweise. Falls Fragen sind, hatte der Kollege schon gesagt, gerne stellen im Chat. Ich zeige mal ganz kurz meine Arbeiten, damit man sich so eine Übersicht machen kann. Für die, die die Arbeit noch nicht kennen, gehe ich das einfach mal durch. Ja, hat noch nicht alles geladen. Kleinen Moment mal eben. Scheint Ladeschwierigkeiten zu haben, aber hier sieht man ja schon mal wenigstens im Ansatz, was ich mache. Das war jetzt zum Beispiel in Haltern am See. Ne? Die skurrile Umgebung konnte man da gut auf einer Heide, konnte man diese Bilder gut machen. Genau. Und ja, ich würde einfach mal starten. Ich habe heute das Model mitgebracht, die Sascha. Na, da ist sie, hat sich hinterm Licht versteckt. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz basic an. Ich erkläre erstmal, welche Kameraeinstellungen ich so am liebsten nutze für Porträts. Das sind natürlich immer nur, das sind keine Gesetze, das ist einfach nur meine Art der Fotografie. Das muss jetzt nicht heißen, dass man immer diese Einstellung nutzen muss. Ich begründe das aber gleich mal noch so ein bisschen. Wo der Vorteil ist aus meiner Sicht. Und es hängt natürlich, wie gesagt, auch immer sehr vom Bildstil ab, ne, den ich erreichen möchte. Also, was ist mein Zweck hinter dem Porträt, welches ich mache? Dazu gehe ich mal in Capture. Also ich mache meistens oder hauptsächlich arbeite ich mit Capture One, ne, um die Bilder direkt, wenn ich im Studio fotografiere, zu übertragen auf den Computer. On Location kommt es auch mal vor, dass wenn man irgendwo ist und ein Setup hat, was ein bisschen länger dauert, mit viel Dekoration und mehreren Models, dass ich damit Stativ fotografiere und auch direkt auf den Rechner, auf den Computer das weiterleite, eventuell auch auf einen zweiten Computer, wo der Kunde dann nochmal gucken kann mit so einem Sunscreen, dass er es schon sehen kann, wie ist das Resultat, gefällt ihm das oder nicht, damit man die ganze Produktion nicht wiederholen muss. Ne? Das ist ganz praktisch. Und was ich gerne bei Porträts mache, ich stelle jetzt die Kamera einfach schon mal in den Modus, den ich, also ja, in den Modus, den ich am liebsten nutze. Das heißt, für diese Situation, ne, in dem Zelt oder im Studio, würde ich jetzt immer in den manuellen Modus gehen natürlich. Und ich nehme eine Verschlusszeit bei der Z7, Z7 II von Nikon von 1/160. Höher würde ich nicht gehen, weil wir natürlich einen Verschluss haben und der Verschluss kann, wenn es über die Synchronzeit drüber geht, leider das Bild an einer Stelle etwas abdunkeln an der Seite. Ne? Dann quasi ist der Verschluss noch im Bild, wenn ich auslöse. Dann nehme ich gerne Blende 8. Das ist aber auch Geschmackssache, das muss man für sich rausfinden. Für einige, die wirklich das absolut schärfste Ergebnis haben wollen, können sich gerne Diagramme auch des Objektivs online angucken. Kann man machen. Normalerweise landen die Objektive im schärfsten Bereich so ungefähr bei Blende 5, 6 bis 9 ist schon so ein Bereich, wo ich mir ohne Nachgucken auch ziemlich sicher sein kann, dass ich relativ scharf, also dass ich den schärfsten Bereich des Objektivs erwischt habe. Genau, das mache ich jetzt mal. Also wir haben jetzt 1/160 Blende 8. Man kann es da auch noch mal sehen. Und was ich auch mache, bei der Nikon Z7 und bei allen größeren Modellen, auch bei der Z6, habe ich ja die ISO-Einstellung 64. Das ist der Basis-ISO-Wert der Z7. Das ist eine nette Sache, eine Nikon-spezifische Sache. Das gibt es zum Beispiel bei Sony und Canon, soweit ich weiß, ist da der Basis-ISO-Wert 100. Ne? Das ist jetzt auch hier, der ISO-Wert ist nicht interpoliert, sondern der ist wirklich auf Basis-ISO 64. Ich würde es aber nicht machen. Und zwar aus dem Grund. Ich ganz, ganz kurz. Ja. Live eben was fixen. Oh ja. Raschelt oder? Ich klebe dir jetzt was an dem Bäckchen. Das wird super später aus dem Bad wieder rausbekommen. Aber Also, okay. wir müssen einmal das Mikrofon etwas höher bekommen. Kein Problem. Bin ich nicht laut genug?
Ja, das sagt einfach okay. ein bisschen ab, aber. Na gut, dann. Ich hoffe, dass es nicht abgeht beim Sprechen, aber wir gucken einfach mal. Genau. Also, der Basis-ISO-Wert ist toll. Der Vorteil an dem Basis-ISO-Wert ist, dass es sehr wenig rauscht, aber ich habe natürlich wenig Flexibilität. Das heißt, wenn ich das Bild mal heller haben möchte, muss ich den Blitz entweder heller machen oder wenn ich mit mehreren Blitzen arbeite, müsste ich alle Blitze proportional heller machen, wenn ich das Bild heller haben wollen würde. Oder ich müsste die Blende weiter öffnen. Deswegen nutze ich den ISO-Wert von um die 200 rum, damit ich noch flexibel in beide Richtungen gehen kann. Weil bei den modernen Kameras, nicht nur bei Nikon, obwohl ich hier für Nikon da bin, aber bei den modernen Kameras ist ISO 200 in der Regel gar kein Problem. Ne? Deswegen ist das eine gute Einstellung. Genau. Dann, ich habe hier das 70-200 Objektiv. Für mich, für meinen Geschmack, ist es am schönsten, ab 70 mm Porträts zu machen, weil wir einen gewissen Kompressionseffekt haben. Ne? Jeder, der schon mal mit 35 mm ein Porträt gemacht hat, also richtig nah dran gegangen ist, der sieht auch, dass die Verzerrung einfach enorm ist. Ne? Die Nase wird sehr groß, das Gesicht wird sehr schmal, sehr birnenförmig. Es ist einfach nicht schön und entspricht auch nicht dem, wie wir Menschen mit unserem Auge sehen. Ne? Wir haben ungefähr 50 mm mit den Augen als Brennweite. Aber für mich ist es wirklich am schönsten ab 70 mm und was ich am liebsten mache, sind so 105 mm. Ne? Wir fangen einfach mal an. It's your turn, Sascha. Ja, yeah, perfekt. Ja. Und dann müssen wir natürlich gucken, in welcher Entfernung ich mich befinde und natürlich auch, wie will ich sie darstellen. Ne? Wofür ist das Porträt überhaupt? Ist es ein Beauty-Porträt? Ist es für eine Bewerbung? Ne? Das sind ja verschiedenste Sachen. Die Frage muss ich mir natürlich vorher stellen. Ne? Deswegen, ich lege mal eben die Kamera an die Seite und wir positionieren mal eben das Licht. So. Und hier zum Beispiel habe ich einen Lichtformer genommen, der relativ weich ist. Ja? Damit erzeuge ich natürlich auch extrem weiches Licht und es ist auch ein einfaches Licht. Was meine ich mit einfach? Umso größer die Lichtquelle, desto irrelevanter wird die Positionierung, ne? Weil das Licht streut schon sehr stark. Hätte ich jetzt einen Spot, und das machen wir gleich natürlich auch nochmal, mache ich das vor, wäre es viel, viel schwieriger oder beziehungsweise ist viel wichtiger, genau zu schauen, wo geht dieser Spot hin. Ne? Wir fangen jetzt aber hier mit dieser Softbox an, mit der Okta, beziehungsweise ist das ein kleiner parabolischer Schirm. Und ich setze es jetzt schon mal in ihre Richtung. Und was ich dann immer mache, und das ist eine gute Sache, weil jetzt sehen wir gerade, es wird gerade draußen heller und ich muss ja immer erstmal gucken, macht das Tageslicht noch was auf dem Bild? Ist das Tageslicht noch irgendwie auf dem Bild drauf? Das heißt, ich mache jetzt einfach ohne Blitz einmal kurz ein Bild. Das hat man natürlich irgendwann im Gefühl, aber so als kleiner Tipp ist das sehr einfach. Ich brauche im Prinzip dann nur einmal zu gucken und wenn es dann ganz schwarz ist oder fast ganz schwarz, weiß ich, dass mein Porträt später nur von diesem Blitz ausgeleuchtet wird. Ich mache das jetzt einfach mal vor. Also ich habe jetzt den Auslöser aus. Ich stelle das auch mal ein bisschen an die Seite. Gucken, dass es nicht umfällt. Und das ist jetzt nur ein Testbild. Also meine Position ist noch relativ irrelevant. Wir machen jetzt einfach mal ein Testbild. Und man sieht, wir sind noch nicht dunkel genug. Aber da wir ja mit ISO 200 gestartet haben, können wir jetzt wunderbar noch entscheiden, wie weit wir noch runtergehen. Oder machen wir die Blende vielleicht noch ein bisschen zu. Wichtig ist für mich nur, als Fotograf zu wissen, welche Lichtquellen spielen in meinem Bild eine Rolle. Ne? Momentan ist es noch so, dass das Tageslicht schon noch eine Rolle spielt und jetzt ist gerade auch die Sonne weg. Wenn die gleich wiederkommt, heißt das, ich müsste jetzt schon mal ein bisschen gegenarbeiten. Ne? Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal auf ISO 100. Und Blende 9. Und haben jetzt natürlich schon viel Licht weggenommen. Ich mache es nochmal vor. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, man sieht natürlich noch ein bisschen was. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man die Kirche im Dorf lässt. Das wäre für mich jetzt schon einigermaßen akzeptabel. Also ich behaupte mal, dass das Licht hier vorne, oder es ist nicht nur eine Behauptung, das Licht hier vorne ist deutlich stärker als das Umgebungslicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon anfangen, den Blitz reinzumischen und den als ein,
einzige Lichtquelle zu betrachten. Ne? Das machen wir mal. Ich positioniere den. Jetzt mal eben an die Seite. Und hier ist auch natürlich die Frage, wie positioniere ich das Licht? Wie will ich sie darstellen? Möchte ich sie sehr eher lieblich darstellen und nett und oder dramatisch? Ne? Und ich würde jetzt mal sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir das Licht relativ nah an die Kameraachse bringen. Umso näher das Licht an der Kameraachse ist, desto weicher wird die Haut und desto gefälliger wird das ganze Bild. Weil, was passiert denn, wenn das Licht aus der gleichen Perspektive kommt, aus der ich fotografiere? Ich habe so gut wie keine Schatten. Ne? Das ist, wenn ich einen Hügel habe und ich beleuchte den von der Seite, dann habe ich ja auch viel mehr Schatten auf der anderen Seite, als wenn das Licht genau von oben kommt. Und genau das machen wir jetzt. Ja, wir sind jetzt relativ mittig. Von der Höhe würde ich sagen, ist das schon gar nicht so schlecht. Und der Winkel spielt natürlich auch noch eine Rolle. Was ich versuche zu vermeiden ist, es gibt zwei, ich sag mal, Punkte, die entscheidend sind, um das Porträt so richtig gut aussehen zu lassen. Das ist einmal, wenn das Licht zu hoch ist, habe ich das Problem, dass ich relativ starke Schatten von den Augenbrauen habe. Dann sieht es nicht so schön aus, eher ein bisschen bedrohlich. Oder wenn ich das Licht zu niedrig habe, habe ich hier keinen Schatten unterm Kinn. Und was passiert, wenn ich keinen Schatten unterm Kinn habe? Dann sieht das Gesicht aus, als ob es bis hierhin gehen würde. Das sieht natürlich nicht gut aus. Deswegen versuche ich, die Balance zu finden. Und da ist es auch okay, wenn man zum Beispiel das Model mal fragt, hey, guck dich der Blitz an. Guck dich die Lichtquelle wirklich an. Oder ich gehe an die Position kurz und gucke selber. Ne, falls vielleicht das Model das nicht so gut entscheiden kann oder der Winkel doch nicht passt, kann ich das kontrollieren. Wir versuchen das nochmal hier ein bisschen höher zu machen. Und wir sind jetzt relativ mittig, wie ihr sehen könnt. Ich brauche allerdings noch Platz zum Fotografieren und ganz mittig muss es auch nicht sein. Wie gesagt, umso größer die Lichtquelle, desto irrelevanter wird die Positionierung. Wenn da der Blitz mal nicht ganz perfekt auf dem Model ist, ist es immer noch wunderbar. Genau, das hängt halt von der Größe des Lichtformats ab. Okay. Dann gibt es ja einige, die mit einem Lichtmesser fotografieren. Ich persönlich mache es nicht, weil wir haben ja schon ein Lichtmesser in der Hand, die Kamera. Ne, die Kamera misst ja schon Licht. Das heißt, wenn ich den Lichtmesser benutze, kann ich auch eigentlich in der Zeit genauso gut ein Foto machen und die Kamera bzw. Capture One zeigt mir an, ob das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Ne? Je nach Lichtformer, umso größer der Lichtformer, muss ich natürlich auch wieder mehr Energie dem Blitz entlocken. Das heißt, ich schätze das jetzt einfach mal. Vielleicht liege ich richtig, vielleicht auch nicht. Und wir machen jetzt einfach ein Testbild und das ist meine Lichtmessung. Warum denn nicht? Wir sind ja nicht mehr analog, sondern wir sind digital. Das heißt, ich kann mir wunderbar die Kamera als Lichtmesser nutzen. Und wir machen jetzt erstmal einen Lichttest. Ja, das ist noch ein bisschen zu dunkel. Ich mache das mal für alle, die hier, weil es hier auch sehr hell ist. Hier sieht man es ja am Histogramm. Ich persönlich arbeite sehr ungern mit einem Histogramm, weil das was Technisches ist. Und der Betrachter später ja ein Mensch ist, der nicht guckt, ach, was hat da jetzt im Histogramm stehen? Das Bild gefällt mir nicht. Ah ja, klar, liegt am Histogramm. Das ist im Prinzip sehr technisch. Ich würde aber sagen, um das jetzt mal zu verdeutlichen, sieht man es ja oben, ich würde sagen, wir geben dem Blitz auf jeden Fall noch, wir haben jetzt ein Achtel. Ich würde mal ein Viertel plus 0,3 machen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt fast die Doppel-, also ein bisschen mehr als die doppelte Lichtleistung. Und machen jetzt nochmal einen Lichttest. Ja, da würde ich sagen, landen wir schon mal in einem super Bereich. Ne? Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sehen auch, wenn wir uns das jetzt betrachten, wir haben jetzt nichts, was klippt. Was meine ich mit Clipping? Ich meine, wenn Details in den Tiefen nicht mehr vorhanden sind oder in den Highlights nicht mehr vorhanden sind. Mein Ziel ist es immer, so zu fotografieren, dass weder das eine noch das andere ausbricht in irgendeine Richtung. Ne? Wobei ich immer, wenn ich die Qual der Wahl hätte, würde ich immer lieber tiefere Schatten bevorzugen, wo vielleicht keine Details mehr sichtbar sind, als ausgebrannte Highlights. Ne, das kennt man ja, man fotografiert draußen, ja, die Sonne knallt und die Highlights brennen aus. Ich würde da in diesem Fall lieber dunkler belichten bei einem Porträt und die Highlights dadurch retten, als dass ich sage, okay, der Schatten ist jetzt super, aber es ist alles ausgebrannt im Gesicht. Ne?
Das ist immer schlecht, aus meiner Sicht. Es gibt vielleicht Fotografen, die das als Kunstmittel nutzen, das weiß ich nicht. Aber so haben wir eine gute Basis für unser Porträt. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, indem wir sie ein bisschen closer ranholen. Ne? Und wir starten jetzt. Ich finde das Licht als Ausgangssituation schon ziemlich, ziemlich gut. Ne? Okay. Und jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, gehe ich jetzt näher ran oder zoome ich näher ran? Wo ist der Unterschied? Warum gehe ich näher dran oder warum zoome ich näher ran? Wenn ich näher ran zoome, ist der Kompressionseffekt höher. Sie wird breiter, die Ohren wandern nach vorne, der Haaransatz wandert nach vorne und so weiter. Das kann ich nicht ersetzen, indem ich einfach näher rangehe. Dann bewirke ich das Gegenteil. Ja, deswegen versuche ich jetzt mal eine gute Brennweite für Sie zu finden. Und die Betonung liegt auf für Sie, weil es gibt eigentlich kein Gesetz. Wenn jetzt jemand bei mir ins Studio kommt und sagt, ja, er bewirbt sich als Manager und will ein gutes Bewerbungsfoto haben, dann sage ich, ja, klar, super, nehme ich 150 mm, dann wirkt er breiter und ne, kräftiger, ist vielleicht für seine Managerposition zuträglich. Wenn das jetzt jemand ist, der zu mir ins Studio kommt und sagt, ja, ich wäre gerne Kindergärtnerin, ich würde mich gerne bewerben, dann versuche ich das natürlich nicht so darzustellen, so martialisch. Dann nehme ich nicht das harte Licht und die 200 mm Linse, sondern versuche es vielleicht andersrum zu machen. Ne? Aber das hängt auch viel von dem Winkel ab und von der Höhe, wo ich mich befinde. Aber dazu gleich mehr. Also, ich bleibe in meiner Position. Und zoome bei ihr mal näher ran und teste das auch wieder. Wie gesagt, es gibt kein Rezept, wo man sagt, okay, bei Frauen immer Brennweite 105, bei Männern immer 120. Das ist wirklich unterschiedlich. Und das ist auch eine Frage der Ästhetik, weil da gibt es auch wieder nicht kein Falsch, kein Richtig. Ne? Also ich mache das einfach und wir gucken mal, was bei ihr am besten passt. Wir sind jetzt gerade bei 200 mm, was sehr viel ist. And you can turn around just slightly towards me. Ja, perfect. Ja, that's nice. Awesome. Ja. Ja. Perfect. Head slightly down. Ja, perfect. Genau. Was ihr jetzt beobachten könnt, wir haben jetzt, der nächste Step wäre jetzt der Ausschnitt. Wo setze ich meinen Ausschnitt? Das ist jetzt sehr mittig. Ne? So würde ich es zum Beispiel final nicht machen. Also ein bisschen weiter zurück, ja, okay. So würde ich es final zum Beispiel nicht machen. Was ich allerdings aber immer mache, und das ist auch wieder so ein digitales Thema, ich fotografiere immer mit ein bisschen mehr Platz, als ich brauche. Aber auch jetzt nicht so, dass ich ganz weit weggehe und dann einfach draufhalte, weil ich ja eh alles im Bild habe. So würde ich es jetzt auch nicht machen. Aber ein bisschen, so 10% um meinen ursprünglichen Ausschnitt, den ich geplant habe, würde ich schon machen, weil dann bin ich später noch flexibel. Ne? Gerade wenn ich zum Beispiel für einen Kunden was fotografiere und er sagt, ah, der eine Finger hätte aber noch im Bild sein können. Vielleicht bin ich nicht der gleichen Meinung, aber ich habe das Bild noch mit dem Finger und muss das ganze Shooting nicht wiederholen. Ne? Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen, gehen noch näher ran und ich mache jetzt mal den Ausschnitt, den ich zum Beispiel bei ihr final anvisieren würde. Nice. You can turn around. Ja, perfect. That's nice. Ja, perfect. Ja. And you can put one hand towards the chin. Ja, perfect. That's nice. Nice. Also sind wir schon deutlich näher dran. Es ist deutlich intensiver. Und was man vor allem sehen kann, das zeige ich jetzt mal eben. Dadurch, dass wir das Licht sehr zentral haben, ist die Haut sehr gut. Ich meine, sie hat sowieso gute Haut, ne? Das jetzt mal vorweg. Aber dadurch, dass das Licht genau drauf fällt auf Unebenheiten, die sie ja jetzt, wie gesagt, nicht, wo sie nicht viele von hat, kriege ich das aber hin, dass ein Kunde, der vielleicht zu mir kommt und sagt, er hätte gerne ein schönes Porträt, nicht sagt, oh Gott, was habe ich denn für eine Haut? Ne? Retuschiere das bitte weg. Damit erspare ich mir schon sehr viel Arbeit, ne, am Schluss. Und trotzdem stelle ich die Person nicht falsch dar. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich es dann wegretuschiere, sondern ich habe einfach nur durch eine clevere Lichtsetzung, indem ich sehr zentral in der Kameraachse mich befinde, schon
Mir persönlich weniger Arbeit gemacht und natürlich sind die Live-Ergebnisse, falls auch ein Kunde vor Ort ist oder die Person immer live gucken möchte, habe ich natürlich einiges schon ausnivelliert, nur indem ich das Licht schon mal gut gesetzt habe und den richtigen Lichtformer gewählt habe. Ne? Genau, das Gleiche können wir jetzt nochmal machen, wenn wir das Licht nochmal deutlich verstellen. Wir machen es mal deutlich seitlicher. Und vergleichen das einfach mal, das Resultat. Ja, da hat sich was verabschiedet. Könnten wir vielleicht wechseln, ja, oder? Ja, das ist ein bisschen knapp. Ja. Also was wir als nächstes machen, wir setzen das Licht deutlich seitlicher. Und dadurch werden wir gleich den Schatten haben, von dem ich gesprochen habe. Mal eben nur einmal das Stativ wechseln. So. Genau, also ich habe immer noch die gleiche Lichtquelle, ne? Ist genau das gleiche wie vorher, mit dem Unterschied, dass wir es jetzt deutlich seitlicher stellen. Und natürlich ändert sich einiges von der Dramaturgie auch. Es geht jetzt nicht nur um die Haut, dass die Haut vielleicht unreiner wirkt, sondern die Dramaturgie ist auch eine andere, ne? Es ist viel. Hat viel mehr Profil, viel mehr Dreidimensionalität, aber dementsprechend sieht es auch nicht mehr so weich und gefällig aus. Ne? Deswegen ist die Frage bei einem Porträt gar nicht unbedingt so die technische Einstellung, habe ich jetzt Blende 9, Blende 4, sondern eher, was will ich damit bezwecken? Ne? Deswegen, also wir machen das jetzt mal ein bisschen seitlicher noch. Ja, von der Höhe noch ein bisschen. Ich würde es mal so machen. And you can come slightly closer to me. Ja. Perfekt. Na, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Das ist jetzt viel, viel weiter von der Seite. Und was ist passiert? Wir haben das Licht ja in der Position verändert. Natürlich stimmt jetzt meine Lichtleistung auch nicht mehr, weil das ist so ein Trugschluss. Licht nimmt nicht linear ab. Das heißt, wenn das Licht vorher 1 Meter von ihr entfernt stand und ich es dann auf 2 Meter erhöhe, verliere ich nicht, also es ist nicht die Hälfte, sondern ein Viertel. Ne? Da wir aber unendlich viele Bilder machen können, würde ich jetzt erstmal intuitiv das Licht runterregeln. Und ich schätze einfach mal, von der Entfernung ist das ungefähr, würde ich mal sagen, bei eben die Blende wieder richtig einstellen. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte von der Lichtleistung, die wir eben hatten. Ja, gucken wir mal, ob ich recht hatte. Okay. So, ich mache jetzt das Gleiche nochmal. Ja, that's nice. Ja. And you can turn your head straight towards me. Nice. Ja, das war von der Einschätzung gar nicht so schlecht. Von der allgemeinen Lichtmenge ist es schon richtig. Und wenn wir jetzt den Vergleich machen, ich kann das ja mal eben nebeneinander stellen, das ist vielleicht ganz interessant. Haben wir hier ein komplett anderes Ergebnis. Und das ist, ne, hier sieht man es wirklich deutlich, was wir mit der Haut gemacht haben. Und wir haben ja noch nicht mal was gefaked. Es ist einfach nur die Lichtsetzung, die so viel dazu beigetragen hat, dass es komplett anders aussieht. Natürlich hat es hier mehr Dreidimensionalität, ne, aber es ist ein Riesenunterschied und auch natürlich, was ich erreichen möchte. Ein anderer Vorteil ist auch noch, und deswegen heißt es ja Lichtsetzung mit oder Porträts mit einfachen Mitteln, dadurch, dass sie nicht so weit vom Hintergrund entfernt ist, haben wir das Lila eigentlich auch noch ziemlich gut ausgeleuchtet und könnten jetzt nur durch die Entfernungsänderung von ihr das Lila heller oder dunkler machen, ohne noch einen Blitz verwenden zu müssen. Ne? Das können wir mal vormachen. Ich kann das mal vormachen. You can back off slightly. Ja. Ja, slightly more. Ja, perfekt. Ja. Ich stelle es wieder ungefähr gleich hin.
Und jetzt wird der Effekt kommen, dass das Lila einfach ein bisschen heller geworden ist. Ohne noch einen Blitz, ohne dass es wieder kompliziert wird mit Einstellen und passt es noch. Nachteil ist auch noch mal zusätzlich, wenn Blitz hinten noch auf den Hintergrund scheint, kann es auch mal zu Spill kommen. Das heißt, das weiße Licht schlägt auf diesen fliederfarbenen Hintergrund ein, kommt fliederfarben zurück und ich habe einen schönen Spill. Ne? Also schön ist was anderes. Wenn es zum Beispiel ein grüner Hintergrund wäre, wäre es noch schlimmer, weil grün mit Hautton gemischt ist gar nicht schön. Ne? Wir testen das jetzt nochmal. Ist auch wieder die ähnliche Entfernung. That's nice, ja. Awesome. So, wir vergleichen das jetzt mal mit einem Bild davor. Und sind hier minimal heller. Ne? Auf der rechten Seite sieht man, es ist minimal heller. Es ist noch nicht hell genug für meinen Geschmack. Es könnte noch heller sein. Man könnte jetzt noch näher rangehen. Man muss natürlich gucken, nicht, dass sie sich dann irgendwann aus Versehen in den Hintergrund einwickeln muss noch, weil sie noch näher dran ist. Also das ist schon das Maximum, weil wir ja hinten auch irgendwann in der Begrenzung sind. Und wenn das Licht jetzt von vorne kommen würde, wie wir es eben hatten, das werden wir jetzt aber nochmal machen, kann es auch sein, dass ich natürlich einen Schatten bekomme. Je nach Positionierung. Ne? Also ich mache es mal nochmal von vorne. Und wir gehen relativ nah dran. So. Was ich da auch noch empfehlen würde, wenn ich viel aus der Kameraachse fotografiere, gerade bei Beauty-Porträts, ist das eigentlich so der Standard. Würde ich mir ein Stativ kaufen mit also einem Galgen oder so ein Überhängstativ mit so einem Parallaxe-Effekt. Das ist wie so eine Schreibtischlampe. Dann kann ich vorne den Lichtformer dran machen und bin frei und habe nicht mehr diese Stativstange relativ nah an der Kamera, sondern kann mich hier unten frei bewegen. Ja, das ist nochmal so eine praktische Geschichte. So, ein bisschen höher würde ich es machen, weil jetzt blockiert es mich natürlich auch ein bisschen. Ja, passen wir das nochmal ein bisschen an. Und jetzt kommt ein Effekt zum Tragen, und zwar, das Problem ist ja, ich möchte, wenn ich das Licht von vorne haben möchte, aber der Lichtformer eigentlich rein optisch weiter unten sein müsste, so dass er das Model blockiert, also ich nicht mehr fotografieren kann, weil der Lichtformer im Weg ist, würde ich den Lichtformer höher machen und etwas steiler nach unten und unten einfach noch einen Reflektor, dass sie einen Reflektor hält oder wir einen Reflektortisch haben, weil dann kriege ich ein bisschen Licht, was von oben kommt, über den Reflektor zurück unter das Kinn und auch ins Gesicht. Ja, das können wir gleich mal eben machen. Ich mache es jetzt erstmal ohne. Willst du sonst einen Galgen haben? Also wir hätten einen. Ach so, das ist okay. Ich komme ja noch dran. Aber wenn ich es jetzt noch mittiger haben wollen würde, würde es ja hier stehen und ich könnte als Fotograf nicht mehr wirklich gut fotografieren, ne, wenn immer die Stativstange im Weg ist. Genau. So, machen wir das nochmal. Ja, nice. Ja. So, mal eben kurz schauen, ob wir wieder... Genau. Da sind wir wieder. Ist auch ganz gut geschätzt gewesen jetzt von mir mit der Entfernung des Lichts. Passt von der Belichtung. Könnte eventuell einen Tacken heller sein. Aber wir haben den Hintergrund jetzt zum Strahlen gebracht. Falls wir mehr haben wollen würden mit dem Hintergrund, würde es sehr kompliziert werden, weil wir müssten das Model so weit vom Hintergrund entfernen und hinten quasi noch ein Lichtsetup aufbauen. Ne? Das würde ich dann machen, indem ich zwei Striplights, also so Softboxen, so schmale, von links und rechts an den Hintergrund schmeißen würde, dann muss das Model aber sehr weit nach vorne kommen. Ne? Das heißt, mit einer Lichtquelle bin ich so schon sehr gut unterwegs, wenn ich das Hauptlicht immer sehr clever versuche zu positionieren. Genau, das würde ich jetzt mal mit Reflektor machen. Ihr habt ja einen Reflektor, ne? So einen weißen. Ja, genau. Ach, okay, das ist ja noch besser. Wenn ich keinen Assistenten hätte, dann würde ich einen Tisch nehmen. Ne? Ganz easy. Und ich würde, also ich persönlich kann Gold also nicht verstehen. Aus dem Grund, weil das Licht, was aus dem Blitz kommt, ist ja weiß, also hat eine Farbtemperatur, sagen wir es mal so. Und dadurch, dass der Blitz auf dem goldenen Reflektor aufschlägt,
ändert sich die Farbtemperatur des reflektierenden Lichts. Das heißt, ich habe zwei verschiedene, oh, das ist gut mit dem Wind. Ich habe zwei verschiedene Lichtfarbtemperaturen im Bild dann, wenn ich Gold benutze. Und das ist ein riesen Nachteil, weil auf was mache ich denn später den Weißabgleich bei Gold? Wenn ich eine weiße Lichtquelle habe als Hauptlicht und Gold nochmal von unten kommt. Das heißt, ich muss es dekontaminieren. Ich muss die Farbe quasi von dem Gold, von der Goldreflexion irgendwie versuchen rauszukriegen oder das Hauptlicht so gelb, wie es nur geht, aber es mischt sich ja. Es lässt sich nicht so leicht machen. Deswegen, also du könntest mal den Reflektor, den weißen, auf die Höhe ungefähr. Ein bisschen, ja genau, ruhig ordentlich. Und was ich jetzt damit erreichen möchte, ihr seht ja hier, ist noch ein bisschen viel Schatten und ich möchte sie jetzt noch luftiger darstellen, aber keinen zweiten Blitz einsetzen. Ne? Und das machen wir jetzt einfach, indem wir einen simplen Reflektor nutzen. Ja, very nice. Ja. Ja, head slightly more down. Perfect. Ja, that's nice. Awesome. Okay. Das heißt, man sieht einen deutlichen Unterschied. Ne? Und das Witzige ist auch, was ist, wenn ich versuchen möchte, rauszufinden, wie jemanden... Ist das Mikro noch da? Ja, ne? Ja. Ne? Man sieht es hier auch, wenn man analysieren möchte, mit wie vielen Lichtquellen fotografiert worden ist. In unserem Fall sieht man es im Catchlight. Nehmen wir mal ein scharfes Bild. Hier sieht man es im Catchlight. Das ist immer ein sehr guter Indikator, um rauszufinden, wie wurde das Porträt gemacht. Das verrät jetzt nicht alles, aber eine Menge. Wenn man sich mal ein Modemagazin, ein aktuelles kauft und mal reinguckt, was ist in den Augen, was passiert in den Augen, kann ich schon sehr, sehr gut erkennen, wie wurde es fotografiert. Ich sehe sofort, ob es im Studio fotografiert worden ist mit Tageslicht oder nicht. Bei Tageslicht hätten wir ganz viele Reflektionen, die nicht identifizierbar sind im Bild. So sehe ich jetzt, dass ich hier eine Hauptlichtquelle hatte, und zwar die, unseren parabolischen Schirm, und hier zum Bouncen, also zum Kicken, nochmal den Reflektor von unten. Ne? Wir können das Ganze mal, Silber müsste auch drin sein, oder? Okay. Ach so, ja. So, mal eben wieder das Mikro justieren. Genau. Das heißt, ich habe jetzt immer noch einen einzigen Blitz mit einem Lichtformer und wir haben schon ganz viele verschiedene Resultate damit generieren können. Und was ich mag an diesen Reflektoren ist natürlich, die gehen nie kaputt. Ich kann die überall mit hinnehmen. Ob Regen, Schnee, Wüste, es ist völlig egal, sie funktionieren immer. Das heißt, eigentlich kann ich mit einem Blitz schon sehr, sehr viel erledigen, wenn ich die richtige Methode anwende, um zu reflektieren. Als nächsten Step könnte man dann noch, um das noch auf die Spitze zu treiben, links und rechts Styroporplatten hinstellen, weiße, um das noch luftiger zu machen. Und wir würden von diesem einen Blitz voll ausnutzen, das Licht voll ausnutzen, weil sobald das die Softbox verlässt, egal welche Form von Softbox, geht es in die Richtung auch. Also es geht nach vorne, deswegen nimmt es aber so stark ab auf die Entfernung. Und da kann ich dann wieder gut mit Styropor auch arbeiten. Wir machen das Ganze mal mit Silber. Das wird jetzt noch ein bisschen stärker. Und wir werden im Catchlight auch den Unterschied sehen. Ja, auf Brusthöhe ruhig wieder, ja. Sehr schön. Sehr gut, das gucken wir uns mal eben an. Hier sieht es super aus, finde ich. Aber bei dem vorigen ist es zum Beispiel zu viel. Ne? Hier, also ist natürlich wieder Geschmackssache. Es gibt kein falsch und kein richtig, außer das Bild ist vielleicht unscharf. Aber hier wäre mir zum Beispiel an dieser Stelle unterm Kinn zu viel Licht. Das heißt, wir haben keine Separation mehr. Ne? Der Kopf geht über in den Hals. Und jetzt muss man ja mal ein bisschen nachdenken, wofür ist das Porträt? Einmal vom Verwendungszweck, aber auch von der Darstellungsgröße. Wie werden Bilder heutzutage angeguckt? Zu 60-70% am Handy. Ja? Das heißt, wenn dieses Bild noch kleiner wäre, sehe ich den Kinn-Hals-Unterschied, sehe ich nicht mehr. Der ist weg. Den habe ich weggeballert, auf Deutsch gesagt. Ja? Deswegen ist Silber in diesem Fall zu viel. Oder wenn ich nur Silber habe, erhöhe ich die Entfernung. Wir können das nochmal machen, wir können das mal niedriger halten. Deswegen hatte er auch gefragt, wieder die gleiche Position.
Ne? Das war jetzt ein gutes Beispiel, weil das Licht natürlich in Silber deutlich stärker ist bei der Reflexion. Genau, ich würde es sogar noch einen ganz kleinen Hauch weiter runter machen. Ja, perfekt. Ja, nice expression. Ja, head slightly more down. Ja. That's nice. Perfect. Und so mag ich es wieder. Ne? Kleiner, feiner Unterschied, ohne noch irgendwie viele Hilfsmittel. Ne? Da reicht auch so ein Hocker, den man in der Höhe verstellen kann im Studio. Draußen kann man es auch auf einen Stein legen oder auf eine Tasche, die man dabei hat. Ist überhaupt gar kein Problem. Nur draußen gibt es einen Tipp und das sehe ich, dass es oft falsch gemacht wird, beziehungsweise falsch ist da auch wieder nicht der richtige Ausdruck. Viele machen es aus Bequemlichkeit. Danke. Stellen den Reflektor so hin. Weil das ist ja bequem für den Assistenten auch. Ne? Der lehnt das hier einfach an und dann bin ich zufrieden. Das Problem ist aber, welches Licht sind wir gewohnt? Was ist das schönste Licht? Die Sonne. Und die kommt von oben. Das wissen wir, seitdem wir klein sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Model mit mehreren Silberreflektoren vom Boden aus wegbrezel, dann kommt das Licht. Jeder hat als Kind mal eine Taschenlampe von unten ans Gesicht gehalten. Ne? Wenn ich den Effekt nicht haben möchte, würde ich empfehlen, und das ist wirklich, es ist anstrengender, das ist das Problem. Es ist anstrengender, aber es sieht besser aus, den Reflektor wirklich so zu halten. Und wirklich versuchen, gut zu treffen. Wenn mir das Licht zu hart ist, nehme ich die weiße Seite, aber ich würde den nie, oder nur selten, wenn es Gründe gibt, wenn ich von der Seite zum Beispiel das Model ein bisschen noch beleuchten möchte, dann kann ich das natürlich machen, ne? Auch beim Porträt. Dann geht das, dann ist die Höhe nicht mehr ganz so entscheidend. Aber ich nehme ihr ja komplett die Separation zwischen Kinn und Hals, die klaue ich ihr komplett. Da kann ich auch Sachen packen und wieder fahren. Also, ne? Und der Reflektor, und da kommt wieder der Vorteil, der ist halt leicht. Ne? Den kann ich ja wirklich ein paar Minuten so halten. Oder ich kann ihn auch auf ein Stativ montieren. Geht auch, wiegt ja nichts. Ne? Okay, danke. Genau, dann machen wir das Gleiche nochmal mit einer harten Lichtquelle. Ne, um einfach nochmal zu verdeutlichen. Ich würde sagen, zu ihrem Typ und zu dem Outfit, was sie anhat, finde ich, ist das Licht, das wäre das finale Licht aus meiner Sicht. Das wäre das Licht, was ich einbauen würde in mein Portfolio, sage ich mal. Ne? Genau, wir machen jetzt aber mal genau das Gegenteil. Wir machen richtig hartes Licht und ich zeige einfach mal den deutlichen Unterschied. Okay, you have a small break. Aus dem Publikum gibt es noch die Frage, wie sieht es aus mit dem Grid? Du arbeitest jetzt gerade zum Beispiel ohne. Gibt es einen bestimmten Grund, wann du es verwenden würdest, wann nicht? Genau, also ein Grid sorgt ja eigentlich dafür, dass das Licht etwas gebündelter wird. Aber zu dem Preis, dass die Lichtstärke schwächer ist und man kann das Grid auch erkennen, wenn man ganz genau darauf achtet, wenn die Lichtquelle nicht weit genug weg ist. Weil, wenn es sehr nah dran ist, sehe ich diese Schattenbildung des Grids. Aber ich werde ein bisschen kompakter, aber ich muss auch die Leistung erhöhen. Was ich lieber mache, ich wechsle lieber die Lichtquelle auf die richtige Größe, anstatt einen Lichtformer zu zwingen, eine Größe zu simulieren, die er gar nicht hat. Das Beste aus meiner Sicht ist da der parabolische Schirm oder der Beauty Dish, weil da ungefähr wie beim Laserpointer oder bei einem Fresnel, bei einer Taschenlampe zum Beispiel, das Licht gebündelt wird. Ne? Bei einem parabolischen Schirm verlässt das Licht nicht wie bei einer normalen Softbox das so, sondern eher gerichteter und hat eine viel bessere Ausbeute. Bei größeren Produktionen draußen sieht man, wenn das unzugänglich ist, zum Beispiel irgendwo an der Klippe, am Meer, sieht man oft auch eine Klippe weiter jemanden mit einem parabolischen Schirm, weil die Ausbeute ist jetzt nicht wie bei einem Laserpointer, das wäre natürlich toll, aber das Licht ist viel gebündelter und die Photonen, also die Strahlen, verlassen das viel, viel genauer und streuen nicht so. Also da gilt diese exponentielle Abnahme nicht. Also ich habe eigentlich mehr Ausbeute. Wenn mir ein Blitz zu schwach ist, kann ich auf den parabolischen Schirm zum Beispiel wechseln und kann noch mehr rausholen, habe aber so ein Licht, was ungefähr, wenn es an der richtigen Einstellung ist, was so zwischen hart und weich ist, so ein bisschen wie beim Beauty Dish. Und der Beauty Dish selber ist auch sehr effizient, würde ich eher nehmen, als jetzt mit einer Wabe zu arbeiten. Ich finde die Wabe, aber es ist auch Geschmackssache, genau wie mit der goldenen Reflektorseite. Ich nutze sie nicht als Tool und genau. Ja, und den Goldreflektor auch nicht. Wir können ja mal aus Spaß eins mit Goldreflektor machen, wenn es geht. Klar. Das ist auch nochmal ganz interessant zu sehen, was wir für Probleme dann bekommen, weil wir zwei Lichtquellen, der Reflektor ist eine Lichtquelle,
was wir dann als Effekt bekommen und was wir uns für Probleme selber machen. Ne, wenn wir das mal nochmal einmal testen. Dann lasse ich das Licht jetzt nochmal einmal so, bevor wir auf das Harte wechseln. Aber da sieht man es nochmal deutlich. Und natürlich, wenn wir mit Gold arbeiten würden und mit dem harten Reflektor, dann ist noch schlimmer. Das ist eine Katastrophe. Also aus meiner Sicht. Aus ästhetischer Sicht. Ne? Okay, it's your turn. The same as before. Aber hier sieht man auch nochmal, das habe ich eben vergessen zu zeigen, hier sieht man deutlich, das Catchlight ist deutlich stärker als eben. Ne? Eben bei dem Weißen hat man das kaum gesehen. Und umso mehr ich das hier unten sehe, desto effizienter war es auch. Ganz einfache Regel. Ne? Und man sieht hier, klar ist die Hauptlichtquelle heller. Aber man sieht, der Reflektor macht schon ordentlich was. Ne? Anstatt da jetzt noch einen Blitz hinzustellen, noch weiter rumzufummeln daran, die Kapazität richtig einstellen, ist das so natürlich deutlich praktischer. Okay, dann machen wir mal mit Gold. Mhm. Wie hoch hättest du es gerne? Ich muss eben einmal rausgehen hier. So, ja. So, machen wir das genau, ruhig richtig nah dran, damit wir das, die Problematik auch aufdecken. Sehr gut. So, was wir jetzt hier haben, man sieht es am Fernsehen gar nicht so stark. Ich war jetzt gerade selber ein bisschen geschockt und hatte mir überlegt, wie ich das jetzt erklären soll. Aber am Laptop sieht man es. Hängt natürlich mit dem Farbumfang zusammen vom Fernseher. Am Laptop sieht man, es ist einfach unten Gold. Man kann es da auch sehen. Ich versuche mal eine Stelle zu zeigen, wo es eklatant ist. Also am Laptop ist es links richtig übel. Da ist es jetzt der Fernseher, der touchiert das ganz gut. Also ja, aber man muss auch dazu sagen, dass ein Fernseher jetzt nicht unbedingt dafür da ist, eine gute Farbwiedergabe zu haben. Und ne, da das digital schon an Handys, auf Handys angeguckt wird, die Bilder, beziehungsweise an einem Laptop, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich diese gelbe Kontamination von unten schon ganz gut sehen kann. Also den Stress würde ich mir persönlich nicht antun. Ja. Ja, dann wenn du eh mit dem Harten gleich einmal machst, können wir noch einmal kurz ein Foto, genau. Ne? Dann sieht man es auf jeden Fall sehr stark wahrscheinlich. Da machen wir es dann nochmal stärker, ja genau. Ja, genau. Aber da ist ja wieder das Problem. Wenn ich jetzt Tageslicht habe und das hat irgendwie Kelvin 5600 und ein paar zerquetschte und ich mache mit dem aus dem Tageslicht, mische ich noch andersfarbiges Licht mit rein, dann habe ich ja später immer das Problem, dass ich zwei verschiedene Farbtemperaturen auf dem Bild habe. Und das ist ja nicht so, dass es 50% unten Gold ist und dann geht es schön sauber, brav, 50% Tageslicht weiter, sondern das mischt sich. Da ein kurzer Hintergrund, in der Filmbranche zum Beispiel werden Szenen in Räumlichkeiten zum Beispiel, wo künstliches Licht ist, teilweise stundenlang werden Folien an die Fenster geklebt mit CTOs und CTBs, also Correct to Blue, Correct to Orange, nur um das Tageslicht, was von außen kommt, genau auf die Zimmer, auf das Kunstlicht des Zimmers anzupassen, bis das genau matcht. Da läuft einer den ganzen Tag rum und misst den Kelvin-Wert an den Fenstern und dann, ja, nee, mach da nochmal eine kleine orangene Folie hin. Ja, da muss noch eine kleine blaue. So lange, bis das dann wirklich richtig super ist, weil später kann ich das immer noch ändern. Ich kann sagen, ich habe einen Basiswert, einen Weißabgleichwert und kann von da aus immer noch warm simulieren, digital. Früher in der Analogfotografie hätte ich vielleicht verstanden, dass man sagt, ja gut, kannst du eh jetzt nicht wirklich groß ändern, aber digital will ich eigentlich immer ein cleanes Bild haben. Ich will immer eine gute Ausgangsposition haben, einen Weißabgleich, eine Farbtemperatur und kann von da aus dann die Wärme ja auch noch künstlich generieren. Ne? Genau. Okay, dann wechseln wir mal. You have a small break. Ja, ich wechsle ja nur einmal den Reflektor vielleicht nur. Den zum Beispiel, den würde ich eben einmal austauschen. Okay, ja, das passt doch. Ups. Was ich hier immer ganz gerne mache, ich stelle den Blitz immer ganz gerne auf den Boden und nehme den einfach so ab. Finde ich angenehmer. Ich habe schon sehr oft gesehen, dass jemand das abgemacht hat. Es war schon lose und man reißt dann diese ganze Birne mit runter. Ist ein kleiner Tipp.
Außer natürlich bei so einem Mini-Reflektor, da geht es natürlich. Aber manchmal unterschätzt man das Gewicht des Lichtformers, denkt, ach, das ist ja schon ab und dann habe ich das Glas mitgerissen. Okay. So. So, der ist natürlich jetzt extrem heftig. Und was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt das Licht stärker oder schwächer stellen? Den Lichtformer. Schwächer. Ne? Weil wir haben natürlich einen kleineren Bereich, der ausgeleuchtet wird. Also man könnte auch sagen, er ist jetzt effizienter. Auf einem kleineren Bereich ist das Licht gebündelter von der Intensität. Das heißt, ich würde hier wirklich drastisch, ne, drastisch runterregeln, von einem Achtel vielleicht auf ein 32. Diese Werte sind allerdings relativ, die braucht man sich nicht merken, weil jeder Blitz ist natürlich anders von der Leistung. Das ist jetzt ein 400 Wattstunden. Ein 32. wäre bei einem 1200er natürlich deutlich mehr und deswegen ist das jetzt keine Faustregel. Genau. Ich würde es eventuell sogar noch weiter runterdrehen. So, dann testen wir das mal. Okay, na, da habe ich mich verschätzt. Bisschen mehr Power bräuchte er schon. Und das ist jetzt wieder klar. Ich könnte das wieder mit dem Lichtmesser machen, ist auch alles gut, aber ich behaupte mal, also die Wette würde ich annehmen, ich bin genauso schnell, wenn ich es mit der Kamera eben teste, weil das ist ja mein Lichtmesser. Jede Kamera ist schneller als ich im Einschätzen der aktuellen Situation. Okay. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Ja, schon besser. Das würde ich sagen, ist eine gute Helligkeit. Ne, man sieht es ja auch nochmal am Histogramm. Es klippt hier auch nichts. Ne, man sieht, es ist nichts in dem Bereich so weit schon raus, dass man sieht, oh, da geht nicht weiter. Ne, also das heißt, ich bin in einer guten Ausgangslage. So. Genau. Dann, was wir natürlich jetzt charakteristisch sehen, ist es viel, viel progressiver. Und wir haben natürlich viel, viel härtere Schatten, logischerweise. Ne? Okay, dann würde ich mal mit dem Reflektor arbeiten. Wir können mal Gold machen, wo wir schon mal dabei sind, wo es schon mal drauf ist. Ja, that's nice. Perfect. Ja, und da sieht man es. Ja, ist jetzt schwierig, weil die Sonne gerade rauskommt. Aber hier, also das ist für mich absolutes No-Go. Ich habe mit meiner Haut künstlich kontaminiert. Ne, das rauszukriegen, klar geht das, ist alles schön. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, 20, 30 Porträts mache, ja, dann kann ich das überall rausnehmen. Dann würde ich jetzt in dem Fall zum Beispiel weiß nehmen. Ne? Ah ja, machen wir doch schon. Super. Perfekt. Sehr schön. Ja, that's nice. Some strong expression towards me. Ja, yeah, perfekt. That's nice. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Ne? Viel gefälliger. Ich kann es nochmal eben zeigen, weil das Gelb sieht man wirklich schlecht. Wir vergleichen das einmal. Hier sieht man stark. Ne? Also links würde ich von abraten. Rechts weiß finde ich super. Aus dem Grund, weil wir haben ja schon sehr hartes Licht. Ne, wir haben eigentlich so mit den kleinsten Reflektor, den man so drauf machen kann. Es gibt natürlich noch kleinere, aber so den Normalreflektor nennt man den ja. Und ich finde es ganz gut, wenn man ein bisschen, ja einfach noch ein bisschen Helligkeit verpasst von unten. Man sieht es ja hier im Catchlight auch wieder. Ne? Und das ist auch super, wenn ich das lesen kann im Auge. Was da passiert ist, dann kann ich auch ziemlich viele Motive gut nachmachen. Ne? Da muss man wirklich mal in Modemagazinen drauf achten, wenn man sagt, oh, das sieht irgendwie toll aus. Wie haben die das gemacht? Ja, hier sehe ich auch, wie hoch war das Licht. Wenn ich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen drin bin in dem Thema. Wenn zum Beispiel diese Lichtquelle hier angeschnitten wäre, ne, zur Hälfte, dann wäre das Licht sehr weit oben gewesen. Ne? Genau, aber so würde ich sie jetzt mit hartem Licht darstellen. Was dazu kommt, man kann natürlich das Ganze von der Dramaturgie noch auf die Spitze treiben.
Ich habe jetzt hartes Licht gewählt. Das heißt, sie wirkt auch tougher. Ne? Das kann man auch direkt vergleichen, wenn man durchgeht, merkt man, sie wirkt ein Hauch tougher. Ich kann natürlich jetzt auch noch nicht nur mit der Brennweite arbeiten, sondern auch mit der Höhe der Kamera. Wenn ich sie jetzt zum Beispiel selbstbewusst aussehen lassen möchte und über den Dingen stehend, fotografiere ich tendenziell ein bisschen von unten. Ne? Das können wir ja mal machen. Ich mache das automatisch schon, weil ich relativ groß bin, mache ich das automatisch, gehe ein bisschen in die Hocke. Aber es ist natürlich auch klar, wenn ich den ganzen Tag, wir Menschen laufen den ganzen Tag mit der Augenhöhe ungefähr rum. Wenn ich natürlich auf der Höhe fotografiere, werde ich nicht mehr so leicht überrascht, wenn ich mir das Bild angucke. Wenn ich natürlich eine ungewöhnliche Positionierung wähle, kann ich vielleicht auch eine Perspektive damit zeigen, die ich jetzt nicht so alltäglich selber erlebe. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Den weißen könnten wir nochmal nehmen. Und wir gehen jetzt einfach mal viel weiter runter und ein bisschen näher ran. Ja, perfekt. Ja, that's nice. Ja, perfekt. Und das sieht natürlich schon viel selbstbewusster und heroischer aus, als wenn ich sie von oben fotografiere. Von oben verniedliche ich sie eher. Wenn sie dann noch einen Blumenkranz im Kopf hat, dann ist das Abiball 2022. So nicht. Na, das ist echt ein feiner Unterschied. Wie hoch gehe ich mit der Kamera? Was möchte ich darstellen? Das ist immer das Wichtigste für mich, mir am Anfang die Frage zu stellen. Für wen ist dieses Bild und was soll dieses Bild bezwecken? Na, also Kamerahöhe wichtig, aber umso länger die Brennweite ist, desto irrelevanter wird die Höhe der Kamera. Na, weil ich gehe ja, wenn ich jetzt 200 Meter da hinten irgendwo stehen würde, irgendwo da an der Ecke, und ich hätte einen 800 mm, das ist total egal, ob ich das jetzt so fotografiere, schön entspannt, oder ob ich so ein Stück runtergehe, das fällt kaum noch auf. Ja? Aber umso näher ich am Model dran bin, kann ich das als dramaturgisches Mittel auch noch mit benutzen. Ja? Als letztes dramaturgisches Mittel, und ich glaube, dann sind wir durch, ne? Wäre natürlich jetzt noch, ob ich offenblendig oder nicht fotografiere. Ich persönlich mag dieses ganz Offenblendige nicht so, kann bei einem Porträt aber wirklich schön aussehen, wenn die Haare schon so ein bisschen unscharf werden. Dann würde ich aber noch ein bisschen Wind reinmachen, vielleicht ein Kollege, der den Reflektor, oder eine Kollegin, wo der Reflektor ein bisschen, können wir mal eben einmal nochmal machen, einfach die Haare so ein bisschen, obwohl sie hat jetzt relativ lange Haare. Can you put your hairs yeah, to the front? Ja, yeah, perfect. Ja. Da würde ich jetzt tendenziell, ich habe die Blende verstellt. Deswegen wird es immer dunkler. Muss man aufpassen bei den Nikon-Objektiven. Man kann das ausschalten, kurzer Tipp. Man kann das auch ausschalten. Hier verstellt er die Blende. Ich mache es mir sonst immer aus. Ich mache es nochmal eben einmal mit der richtigen. Nice, ja. Okay, das war eine Menge. Müsste jetzt gleich kommen. Das ist ganz cool. Da müsste man natürlich genau richtig den Moment abpassen. Das würde mich stören. Sonst würde mich da gar nichts stören, nur diese eine Strähne. Und das könnte man natürlich auch offenblendig machen. Wobei das Schöne ist, wenn ich offenblendig fotografiere, kann ich den Blitz schwächer stellen, weil ich ja weniger Licht brauche. Und er automatisch brennt er auch schneller ab. Das heißt, ich friere die Haare auch noch besser ein. Das ist der Nebeneffekt. Ja. Dann würde ich sagen, du hast auch richtig eine Punktlandung gemacht. Echt? Ja, also vielen Dank für den Beitrag. Ja, auch. Danke auch. Thank you very much. Thank you. Danke. Das ist jetzt nicht das... es kommt gerade noch so eine Frage aus der Regie. Das ist ganz lustig. Ja. Wir verwenden hier das Teva Tools Kabel. Wir verwenden nicht unbedingt das Teva Tools... Ja, das richtige Teva Tools, die Lösung davon. Ne, aber... Do-it-yourself-mäßig ist das natürlich auch so machbar. Aber ansonsten gibt es das auch richtig zu kaufen, aber da war unsere Regie zu geizig und hat das damals selber gemacht. Es geht hier gleich weiter mit T-Porträts mit dem Laxander von Sony, aber Nico ist später auch nochmal hier um 15.30 Uhr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann geht es weiter und wenn da nochmal Fragen sind für Porträts und alles rundherum, gerne zuschauen, nochmal vorbeikommen und für den Chat natürlich auch immer Fragen bereithalten, gerne reinhauen. Wir werden es auf jeden Fall beantworten. Vielen Dank für das Danke. Panel. Danke.